ich hoffe, es geht euch gut. Ich habe heute ein paar Sachen, die ich euch gerne zeigen wollte. Und zwar habe ich mir ein paar Jacken gekauft und die finde ich so, so schön. Und ich will immer erst die Sachen zeigen, bevor ich sie anziehe. Wobei ich die erste Sache schon angezogen habe. Das könnte man, naja, so halben Herbst-Haul nennen. Und ich fange mal an. Und zwar die Jacke, die ihr schon kennt, wenn ihr meine Abendroutine gesehen habt. Die poste ich nochmal hier, oder das ist einfach mein letztes Video. Dann habt ihr bestimmt diese Jacke gesehen, und zwar ist das so ein Mantel. Den habe ich mir bei Edited gekauft, das kann man jetzt richtig schlecht erkennen. Der Mantel hat so einen richtig coolen Stoff, ich habe keine Ahnung, wie man das nennt, aber der glänzt so. Das seht ihr da gerade. Und ihr seht den auch angezogen noch in der Abendroutine, also guckt da mal vorbei. Und das ist einfach der perfekte Mantel für mich. Den kann ich auch mit allem anziehen, ich kann den mit jedem... Ich finde, der passt auch zu den Adidas-Schuhen. Vielleicht, je nachdem, was man dazu kombiniert. Aber vielleicht passt es auch. Aber der ist der perfekte Mantel für so Doc Martens und sowas. Und auf Doc Martens freue ich mich im Herbst besonders. Ich hatte heute wieder meine Doc Martens an und ich finde das so, so cool. Habe ich richtig vermisst jetzt im Sommer, weil 35 Grad Doc Martens ist, glaube ich, nicht ganz so gut. Dann habe ich mir bei Free People einen Poncho, ist das, glaube ich, bestellt. Und zwar, der war auch im Sale, weil Free People ist ja sonst immer richtig teuer. Auf jeden Fall sieht der so aus, dass das Muster. Hier zieht man den halt so an. Ich finde den so, so schön. Der hat eben unten so Fransen und sowas. Und ich glaube, ich werde den so oft anziehen. Vor allem, ich weiß auch schon genau, was für eine Kombi mit so Overknee-Boots und sowas. Da freue ich mich richtig drauf. Und ich werde auch in den nächsten Wochen, also auf jeden Fall, wenn ich in Paris bin, da werde ich meine Outfits filmen und den nehme ich dann mit. Deswegen werde ich sozusagen so ein Paris-Lookbook/Herbst-Lookbook machen. Ja, das ist auf jeden Fall der. Und ich finde, der ist perfekt für den Herbst. Vor allem sehe ich jetzt überall wieder Ponchos und Capes und sowas. Und ich finde es richtig cool, dass ich schon welche habe und jetzt nicht auch noch welche kaufen muss. Darauf freue ich mich auch richtig, auf so die Capes und Ponchos und sowas. Ich freue mich generell mehr, also zum Anziehen, obwohl ich finde eigentlich beides gut. Aber jetzt freue ich mich wirklich, weil es war so heiß immer jetzt in diesem Sommer vor allem. Und deshalb freue ich mich richtig darauf, so auf den Herbst und Winter, wo man alles so layern kann und sowas. Finde ich sehr, 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 sehr cool. Dann habe ich mir wieder zwei Sachen bei Romba ausgesucht. Und zwar einmal diese Jacke. Ich weiß nicht genau, ob ich die anziehen werde, weil die sah viel cooler aus im Internet. Die Links stehen dazu wieder auch unten, falls ihr da gucken möchtet. Auf jeden Fall sieht die so aus. Ich weiß nicht genau, wie man diese Art Jacke nennt. Aber es gibt einen Namen dafür. Irgendwie sah die cooler aus im Internet. Und die sah auch ein bisschen länger aus. Die Größen sind absolut... ich finde, da kann man jetzt nicht wirklich vertrauen bei den Größen. Den Pulli, den finde ich sehr, sehr cool. Und zwar ist das dieser hier so ein schwarzer und dann steht da drauf I woke up like this. Und den habe ich auch schon öfters gesehen und ich fand den richtig, richtig cool. Und die Qualität, die fühlt sich eigentlich auch ganz gut an. Und ich werde den ganz, ganz sicher mal anziehen, wenn ich einfach nur eine Jeans anhab und irgendeinen Pulli suche, dann werde ich das anziehen. Auf jeden Fall finde ich den Pulli besser als die Jacke, also von den beiden Sachen finde ich den Pulli sehr, sehr cool. Das letzte und mit der besten, das ist die beste Jacke, glaube ich, oder eine der besten Jacken, die ich mir je gekauft habe, und zwar ist die von Urban Outfitters. Und zwar ist die so kariert und jetzt bin ich ganz weg. Die finde ich so, so cool. Das ist auch, ist eigentlich keine Jacke, ist auch ein Mantel. Der geht auch ein bisschen länger. Also ich weiß nicht, der geht jetzt so, der geht eigentlich wie der andere Mantel, den ich jetzt mir auch gekauft habe. Auf jeden Fall hat der dann hier noch so ein bisschen so, was ist das? So was Weiches. Der ist unglaublich warm. Das Coole ist, dass ich jetzt den ersten Mantel habe, den ich euch gezeigt habe, der eher so zu Doc Martens und sowas passt. Und dieser hier ist eher so ein bisschen schicker oder man kann halt mehr von einem anderen Stil noch damit reinbringen. Finde ich auf jeden Fall. Also ich könnte damit auch solche Overknee-Boots oder sowas anziehen. Ich glaube, die würden zum Beispiel nicht so gut zu dem grauen Mantel passen. Deswegen finde ich den auch perfekt und das sind einfach mal die beiden Jacken, die ich diesen Herbst und vielleicht auch Winter, wenn ich noch was mehr drunter ziehe, die ich einfach am meisten anziehen werde und ich freue mich richtig drauf. Ich hatte wirklich noch nie so coole Jacken zum für draußen anziehen. Ja, auf jeden Fall war das alles, was ich mir jetzt gekauft habe, was so halb Herbst passend ist. Und wenn ihr noch nicht bei meiner Verlosung mitgemacht habt von der Abendroutine, dann tue ich in die Infobox nochmal den Link von der Abendroutine und dann könnt ihr da mitmachen. Und ja, dann sehen wir uns am Sonntag wieder und da lade ich ein
DIY-Herbst-Zimmerdeko-Video hoch und ich freue mich auf jeden Fall darauf. Vor allem, weil ich dann mein Zimmer tatsächlich mal dekoriere. Und ich wünsche euch natürlich noch einen wunderschönen Tag. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!